Hallo, hier ist Roland Pless. Ich freue mich auf euch. Und da ist er. Hi. Und ich freue mich sehr, dass du da bist. Roland, du bist pur Gründungsmitglied. Ja. Hast jetzt dein zweites Soloalbum Sternenstaub rausgebracht. Richtig. Und meine erste Frage ist, du wirst ja immer in Verbindung gebracht mit pur, obwohl du mittlerweile solo unterwegs bist. Nervt das oder sagst Nein, du, ist Vergangenes toll so? Ja, das war einfach ein Bollwerk meines Lebens. Es waren drei wunderschöne Jahrzehnte. Ich habe die Band mit aufgebaut und habe diese Anfänge mitbekommen, habe diese Höhenflüge mitgekriegt, habe auch ein bisschen so diesen kleinen Absturz dann gegen Ende mitbekommen, was man ja so sagen kann. Am Schluss war es dann nicht mehr so toll, vor allen Dingen auch für mich und so. Meine Rolle war dann nicht mehr ganz so toll. Deswegen auch die Trennung. Wir haben jetzt unsere eigenen Wege gefunden. Und jetzt stehe ich hier und wir haben das Interview und ich bin froh, meine zweite CD Sternenstaub zu präsentieren. Ja, und deine aktuelle Single Wir tanzen ins Licht ist gerade im März rausgekommen und ich würde sagen, bevor wir weiterquatschen, schauen wir da ganz kurz mal. Wir tanzen ins Licht, wir beide umarmen die Welt. Ich sehe dein Gesicht, dein Strahlen. Mehr brauche ich nicht. 7 Jahre. Hat es insgesamt gedauert, bis dein Album fertig war? Ich frage mich, warum so lange? Ja gut, es war so, ich habe mich in der Zeit 2010 nicht nur von pur getrennt, sondern auch von meiner Frau. Mhm. Also familiär gab es da einiges auch im Umbrechen. Und dann bin ich umgezogen, habe ein neues Studio gebaut. Und ich bin jetzt selbst erstaunt, dass wir jetzt schon 2019 haben. Es ist einfach so passiert. Aber jetzt ist sie da. Und du bist ein sehr gut erzogener Gast. Du hast mir nämlich ein Geschenk mitgebracht, wenn man das mal zeigen darf. So eine Mappe und dann ist da eine CD und die ist auch noch signiert. Roland, ja, genau. 10 Songs sind drauf. Ja. Gibt es einen Song, wo du sagst, also da hängt mein Herz ganz besonders? Ja, also Sternenstaub, das ist eigentlich der Titelsong. Das beschreibt eigentlich so mein Leben mit den Höhen und Tiefen und soll uns alle auch sagen oder die Frage stellen, wo kommen wir her, wo gehen wir hin, zu die Kürze des Lebens und dass alles vergänglich ist und dass wir eigentlich jede Sekunde auch positiv versuchen sollten zu denken und jeden Moment auch genießen sollten. Absolute Lebensaufgabe. Absolut, ja. Sehr schön. Roland, wir quatschen gleich weiter, schalten mal den ersten Beitrag und sind dann gleich zurück. Diese Schüler erleben Geschichte heute auf eine ganz besondere Art und Weise. In einem Rundgang durch Stuttgart laufen sie den Schulweg der Kinder Hannelore und Heinz ab. Die beiden lebten mit ihren Eltern hier in der Stitzenburgstraße. Dort oben im 3. Stock. Die 2 Zimmer, die ihr hier rechts seht, das war das Wohnzimmer der Familie. Die Stitzenburgstraße hat sich im Vergleich zu den 1920er Jahren gar nicht stark verändert. Die Straße war damals schon eine ganz ruhige Straße und die Kinder, Hannelore und Heinz, konnten ganz ungestört hier draußen auf der Straße spielen. Bis 1941. Dann ist die jüdische Familie deportiert worden. Die Eltern Hilde und Max wurden im Konzentrationslager umgebracht. Die Kinder überlebten den Holocaust. Am Beispiel dieses Schicksals der Familie Kahn will die Theatergruppe Lockstoff Geschichte gerade für junge Menschen erlebbar machen. Für uns ist es wichtig, gerade in diesen neuen stürmischen politischen Zeiten unsere Geschichte nicht zu vergessen. Die Zeitzeugen sterben. Es gibt fast niemand mehr, der überleben kann. Viele sind ja damals aktiv in Schulen gegangen und haben über ihre Zeit berichtet. Und Zahlen ist immer, wenn man zum Beispiel hört 6 Millionen Juden oder man hört so und so viele Flüchtlinge, ist es hauptsächlich für junge Menschen eine Zahl, mit der man wahrscheinlich oft auch wenig anfangen kann. Und ich glaube, so eine Geschichte von einer Familie zu erleben, zu durchleben, auch anhand von so einem Spaziergang, von Erinnerungen, macht noch mal was ganz anderes mit einem. Die Schauspielerin Katrin Hildebrandt ist bei diesem Rundgang der Erinnerungen in einer Erzählfunktion. Über Kopfhörer können die Schülerinnen und Schüler ohne Ablenkung ihrer Stimme lauschen. Zudem hören sie auch immer wieder Interviewausschnitte von Hannelore Marx. Der Rundgang endet im Hotel Silber. Das Hotel Silber ist früher das Hauptquartier der Gestapo gewesen und seit Dezember letzten Jahres eine Gedenkstätte, durch die die Schülerinnen und Schüler gleich noch geführt werden. Die Premiere ist ein voller Erfolg und hat alle sehr bewegt. Es war total spannend und ich wusste nicht so viel über die Geschichte. Eigentlich interessiere ich mich jetzt nicht so viel Geschichte,
aber es hat mich echt so mitgenommen und so diese Audios, wo man gehört hat, fand ich voll interessant. Und auch wie man durch ganz Stuttgart gelaufen ist, hat mir richtig gut gefallen. 25 weitere Rundgänge mit Schulklassen sind geplant. Wer Interesse hat, kann gerne eine Mail an info@lockstoff.com schreiben. Wir treffen die Schülergruppe gleich nochmal wieder bei ihrer Führung durch das Hotel Silber. Jetzt aber erst nochmal zurück zum Interview mit Roland Bless. Du hast viele Höhen und Tiefen seit Jahrzehnten im Musikbusiness erlebt. Gibt es so eine Tiefe, wo du sagst, so, das war wirklich, da hast du vielleicht sogar mal ans Aufhören gedacht? Es war eigentlich, wenn ich das aus dem Nähkästchen erzählen darf, zu der Hochzeit von Pur. Da ging alles in Erfüllung. Abenteuerland, wir haben 2,8 Millionen CDs verkauft. Wir hatten 1 Million Publikum bei allem. Und genau in diesem Jahr, wo ich den absoluten Höhepunkt hatte in meinem Leben, den musikalischen, auch den privaten Erfolg hatte, genau in diesem Jahr starb meine Mutter. Mhm. Und es war für mich eigentlich so ein Moment, wo ich dachte, wir kriegen die Echos, wir kriegen die goldene Stimmgabel, wir kriegen die goldene Kamera. Und in dem Moment bekommt deine Mutter plötzlich von heute auf morgen Leukämie. Sie starb dann innerhalb von 4 Monaten. Und das war so eine Zeit, das hat mich völlig fertig gemacht. Und da dachte ich, wow, ist das das Leben? Mhm. Ist das, was du immer wolltest? Da stirbt dein wichtigster Mensch, deine Mutter, die dich geboren hat, die dich erzogen hat, die dich geliebt hat. Also da geht so viel. Mein Vater ist schon vorher gestorben. Und das sind so Momente, wo du, ist es das alles wert? Also das war so ein Moment, wo ich wirklich nicht mehr sicher war, ob der Preis dafür dann zu hoch ist, den man zahlen muss. Wie hast du es geschafft, wieder auf? Ja gut, durch eine gute Begleitung und letzten Endes, ich habe dann auch bei mir in der Firma dann 3 Leute eingestellt, noch zusätzlich, die haben dann meinen Job übernommen. Ich habe dann peu à peu das Management abgegeben und habe mich dann ein bisschen mehr auf Privatleben konzentrieren können. 2 Jahre später kam das erste Kind und ich habe dann auch endlich mal wieder so ein bisschen den Faden gefunden, auch wieder selber Musik zu schreiben. Und ja, da habe ich eigentlich so angefangen, da ging auch dieses Roland Blesses Projekt so ein bisschen los. Nicht nur mit Trommeln, mit Spielen, Akteur so in einer Band zu sein, mitzuspielen, sondern selber auch was kreativ auf die Beine zu stellen. Roland, vielen Dank für diese sehr privaten Einblicke. Wir schalten ganz kurz weg und sind dann gleich wieder da. Okay. So, wir sind zurück mit Roland Bless. Roland, wir haben jetzt schon viel über deine Musik gesprochen, aber ich würde natürlich auch gerne ein bisschen privat von dir erfahren. Zum Beispiel habe ich mir überlegt, wir sind jetzt im Sommer, fährst du in Urlaub? Machst du sowas? Oder hast du für sowas keine Zeit? Doch, so. Also da freue ich mich schon das ganze Jahr nicht drauf und ich möchte eigentlich einfach mit dem Auto mal Richtung Norditalien fahren. Italienische Seen, Verona, vielleicht Venedig, dann Toskana. Einfach mal mit dem Auto aufs Geradewohl. Und dann sich so ein kleines, ohne Planung einfach sich so ein kleines schnuggeliges Hotel raussuchen, irgendwo in den Bergen mit Blick auf die Seen, irgendwie über Meer irgendwie so und einfach das Leben genießen, schön essen gehen, ein bisschen spazieren gehen, Tagebuch schreiben, Ideen sammeln, einfach sich ein bisschen so die vergangenen Monate wieder ein bisschen so Revue passieren lassen. Das ist so mein Plan. Du schreibst Tagebuch? Ja. Fängst du auch an mit Liebestagebuch? Heute habe ich. Nein, Tagebuch ist für mich nicht so ein an einen Aufsatz gebunden, sonst können manchmal auch nur Stichworte sein oder manchmal sind sogar Pläne oder Tabellen oder ganz egal, aber es ist irgendwie, finde ich, schön, wenn da Dinge einfach, die im Kopf sich abspielen, wenn man die versucht, dann auch irgendwie auf Papier niederzuschreiben, dann hat man das Gefühl, man ist die auch los. Das beschäftigt eigentlich dauernd, aber man hat sie trotzdem noch. Man kann immer nachblättern und ganz erstaunlich ist es ja, wenn man sich so, ich fange morgen ein neues Leben an, man hat ja so seine Vorsätze, dann schreibt man die manchmal auch rein. Und wenn du dann zurückblätterst, Wochen und Monate, oh Gottes Willen, das habe ich mir damals und immer noch nicht erreicht. Aber weißt also, das du, ist dann bei mir ist das so ein ganz profanes Beispiel. Ich habe auch mal mir das aufgeschrieben und zwar bin ich jetzt 40 und möchte immer noch 5 Kilo abnehmen, aber den gleichen Wunsch hatte ich schon mit 18. Da stand so, ab heute, mit meinem 18. Lebensjahr nimmst du diese 5 Kilo ab und 22 Jahre später ist das immer noch nicht passiert. Das Problem begleitet mich auch. Aber wie viele Tagebücher hast du zu Hause? Ja, sind schon einige. Ich habe sie nicht gezählt, sind schon einige. Verschlossen oder kann da jeder drüber stöbern? Mich besucht niemand. Warum nicht? Ist bei dir immer unaufgeräumt oder wie? Ja. Nee, das nicht. Nein. Ah ja, sehr schön. Roland, wir quatschen gleich weiter, kommen zu unserem letzten Teil. Schalten nochmal ganz kurz in meinen nächsten Beitrag und sind gleich zurück. Wir sind wieder zurück bei den Schülerinnen und Schülern des Uhland-Gymnasiums im Hotel Silber. Das Hotel Silber in Stuttgart war während der Nazi-Zeit die Gestapo-Zentrale. Von hier aus wurden unter anderem die Deportationen von Juden organisiert.
Heute ist das Haus ein Museum und soll an die schrecklichen Taten erinnern. Es gibt zum einen Spuren aus der Zeit, Bauspuren, unter anderem auch Spuren der Verwahrzellen an der Wand, unverputzte Wand. Und zum anderen beherbergt das Haus eine Dauerausstellung zur polizeilichen Verfolgung von der Weimarer Republik bis in die frühe Bundesrepublik. Die Initiative Hotel Silber hat gut 10 Jahre lang für den Erhalt der ehemaligen Gestapo-Zentrale in Stuttgart gekämpft. Für den Geschichtsvermittler Immanuel Baumann ist ganz klar, dass dieser Ort besonders geeignet für ein Museum ist. Es war ganz wichtig, genau an diesem Ort ein Museum zur Polizeiverfolgung einzurichten, weil es ein historischer Ort ist, der genau diese Geschichte auch als Haus, als Exponat erzählen kann. Der Gebäudeteil, in dem wir uns jetzt befinden, wo die Dauerausstellung eingerichtet ist, ist eben noch original erhalten und nicht im Zweiten Weltkrieg zerstört und dann wieder aufgebaut worden. Deswegen ist das Haus unser erstes und größtes Exponat. Die Ausstellung ist sehr facettenreich und Immanuel Baumann ist von den Schülerinnen und Schülern begeistert. Die Schülergruppe, die ich heute betreut habe, war sehr gut vorbereitet, war sehr interessiert, selten gelangweilt. Das hat mir selber sehr viel Spaß gemacht. Der Besuch im Hotel Silber ist kostenfrei. Das Museum kann dienstags bis sonntags besucht werden. Alle Infos und noch mehr Angebote finden Sie unter www.geschichtsort-hotel-silber.de. Roland Bless, welch eine Ehre, dich in meiner Sendung haben zu dürfen. Vielen Dank für alles, was du uns mitgeteilt hast. Freue mich, ja. Viel Erfolg weiterhin. Und meine Sendung endet immer mit 2 Veranstaltungstipps. Und deinen darfst du jetzt bitte direkt in die Kamera sagen. Ja, ich freue mich, auch die Leute hier aus dem Stuttgarter Raum mit nach Karlsruhe zu ziehen. Und zwar, ich bin am 31.10. am Halloween-Tag in Karlsruhe im Schalander. Wir machen ein tolles Konzert und danach gibt es noch Big Party. Wunderbar. Und mein Tipp ist, am 9. Juli startet die Ausstellung Troy, 30 Jahre Fanta 4 im Stadtpalais in Stuttgart. Die geht eine ganze Zeit, aber das können Sie schon mal vormerken. Ich denke, die Fantas sind ja auch wirklich Kultfiguren aus unserer Region. Das ist bestimmt sehr interessant. Alles Gute. Freue mich. Dankeschön. Und dir auch. Ihnen auch alles Gute. Und euch auch allen Guten. Tschüss. Tschüss.